Und prompt, wenn man dann den PC irgendwie repariert hat und alles wieder so war, wie es vorher gewesen ist, dann denkt man sich, okay, jetzt kannst du dich zurücklehnen. Ja, leider nicht so ganz. Dann wurde mir aufgedrückt vom Tischtennis aus, ja, wir sind ja Meister geworden und ja, wir wollten unbedingt Shirts holen. Wollt ihr auch welche? Oh ja, warum nicht? Haben wir dann gesagt, ja, nehmen wir gerne. Ach ja, ich muss übrigens bald in Urlaub und würdest du dich vielleicht darum kümmern? Ja, gerne. Ich habe nichts anderes zu tun. Ja, das war bisschen doof. Ich lasse mir zu oft Sachen aufdrücken, das weiß ich auch, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich die Möglichkeit habe, es noch zu machen, also ich weiß nicht, ich habe das Bewusstsein dafür und wenn ich wirklich in einer Phase bin, wo ich sage, das geht überhaupt nicht, dann lasse ich mir sowas auch nicht aufdrücken. Aber in dem Fall wäre es jetzt halt so, okay, ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen mehr Freizeit haben, aber ich hätte das auch gemacht und deshalb habe ich es dann letztendlich auch gemacht. Ja, hat dann auch wieder ein bisschen gedauert. Insbesondere, weil ich mir extrem unsicher bin, weil wenn man für 10 Leute, für mehr als 10 Leute Shirts besorgt, sich Größen, Initialien, was auch immer, irgendwie alles richtig weitergeben muss, da kann schon mal ein Fehler irgendwo auftreten. Ist halt extrem bitter, wenn man dann bei jemandem einen Fehler ins T-Shirt reinarbeitet. Aber grundsätzlich finde ich so Meistershirts eigentlich ganz cool. Also ich habe dooferweise habe ich mein letztes irgendwie fast nie benutzt. Das ist aber fast immer so. Nichtsdestotrotz finde ich es ganz schön, muss ich ehrlich sagen. Hier kommt man noch hoch, das habe ich doch gesehen. Ich finde es trotzdem ganz schön, ja, auch wenn man es vielleicht nicht so häufig anhat, aber ist quasi eine schöne Erinnerung. Und wenn es eben dafür ist, dass man sich in 5 Jahren daran erinnert, was man früher so gemacht hat und ja, was man früher für Erfolge gehabt hat. Ich finde, allein für sowas lohnt sich's dann schon. Definitiv. Ja. Kann man, glaube ich, so hinnehmen. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie seht ihr das mit solchen Sportmeister-Shirts? Ich meine, man hat die ja. Das Problem ist, beim Sport kann man sie seltenst anziehen, weil wenn man sie beim Sport anzieht, kommt man immer so ein bisschen arrogant rüber. Also wenn ich bei einem Tischtennisspiel anziehe, keine Ahnung, ein T-Shirt. Meister, ungeschlagen, unbesiegbar und dann verliert man halt das Spiel. Das ist halt auch ein bisschen wenig authentisch, muss man einfach sagen. Zudem braucht man bei normalen Spielen ja sowieso Trikots, also da erübrigt sich diese Frage ja tatsächlich. Nee, hier gab's nix. Und da gab's, ja, da gab's jemanden, der mit Feuerfischen schießt. Interessant. Ja. So, einmal den dann weg, genau. Also ich weiß nicht, es ist bei viele sagen dann auch, okay, ziehen wir sowieso nicht an, die brauchen wir für die Meisterfeier und danach ist gut und warum sollte ich dann was Teures besorgen, wenn es auch billiger geht? Ja, kann man so sehen. Ich finde, man kann da auch ein bisschen mehr mal für ausgeben, auch wenn ich jetzt nicht sage, ich ziehe ständig an, aber ja, weiß nicht. Es gibt halt seltenst Anlässe, wo man es tatsächlich irgendwie sinnvoll tragen könnte. Gut, im Training vielleicht schon. Aber da habe ich halt auch schon Sportshirts, die ich meistens anziehe. Und ja, da erübrigt sich dann halt meistens die Frage, ob man das anziehen muss oder nicht. Und in der Freizeit ist halt auch so, keine Ahnung. Wenn du in der Uni ein T-Shirt anziehst, Meister, was weiß ich. Ist halt auch ein bisschen seltsam. Das hier sieht mir noch nicht nett aus. Warum sieht mir das nicht nett aus? Weil hier gab es doch irgendwie, genau, da kamen dann die Flammen. Okay, ich weiß wieder das Gimmick, hey. Und du da, und du da, und du da. Waren zwar nur 2, aber es hört sich cooler an, wenn man 3 Stück erwähnt. Hm. Ja, da war ich jetzt beinahe schon wieder zu voreilig. Ich springe dann ganz gerne mal mit einer Rolle einfach nach vorne, obwohl es eigentlich vollkommen behämmert ist. So, einmal den da. Ne? Nein, 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 ganz ruhig. So, und hier jetzt. Ja, kann ich doch so machen, da brauche ich doch die linke. Das linke Ding brauche ich doch überhaupt nicht. Ist doch absolut kein Problem. Wie war das nochmal mit dem Ender drüben? Ich glaube, so war das. Okay, gut.
Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas verpeile. Aber das N habe ich gut geholt, da kann man nichts sagen. Das hier wird eng, genau deswegen. Ducken. 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 Okay, ducken hilft, gut. Gut zu wissen. Die gefallen mir nicht. Da würde ich am liebsten drüber springen, aber auch das... Wow, das war sehr eng. Aber auch das kann eng werden, wollte ich sagen. War es dann im Endeffekt auch. Ist mir gerade alles ein bisschen zu eng hier. Vor allem so Gegner, bei denen man einfach nur warten muss, sind für mich die schlimmsten. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist echt schlimm. So, jetzt haben wir das G schon. Das ist schon mal... Pseudo-Fortschritt. Da konnte ich jetzt fast nicht anders vom Timing, als einfach durchzugehen. Okay, das ist wieder chillig. Yes! Wunderbar! So kann man dann auch mal ein Level abschließen. Aber irgendwie habe ich echt das Gefühl, wenn ich vertieft in einem Thema bin, mache ich deutlich mehr Fehler, als wenn ich mich gerade genau darauf konzentriere. Das ist echt schade, weil ich hatte mal den Eindruck, dass es bei mir mal anders war. Aber vielleicht lag das auch nur daran, dass ich halt teilweise Spiele LP't habe, die ich in- und auswendig kannte. Und dass man da nicht so viel Konzentration braucht, das ist uns, glaube ich, allen klar. Aber gut, ja, es ist trotzdem erstaunlich, dass es so einen Unterschied macht. Hätte ich tatsächlich nicht so erwartet, muss ich sagen. Ja, das war jedenfalls meine PC-Problematik, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob... ja, ob ihr auch schon mal was Vergleichbares hattet. Nichtsdestotrotz, also mein PC funktioniert wieder einwandfrei. Ja, da war nichts mit Wackelkontakten, Prozessor funktioniert. Allerdings immer noch, ja, immer noch beschränkt in seinen Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt anfangen würde und irgendein PC-Spiel streamen, wird's schon schwierig. Sowas wie bei Super Meat Boy würde ich halt gerne vermeiden, dass wenn ich Super Meat Boy spiele und das gleichzeitig streame, dass ich dann einfach durch Lags sterbe. Das muss halt einfach nicht sein. Insbesondere in späteren Welten wird es halt extrem doof. Also ich meine, wir sind jetzt schon relativ weit in dem Spiel. Ja, es geht. Also ich denke, 3-4 Streams werde ich schon noch brauchen fürs Spiel. Könnte ich mir vorstellen. Ah, das war doof. Also 3-4 Streams werden es wahrscheinlich schon noch werden für das Spiel. Ja, dementsprechend 3 oder 4 Jahre. Oh mein Gott. Man darf nicht so rechnen. Es tut in der Seele tut es weh, wenn man so rechnet. Aber es ist... Leider Gottes, ja wirklich wahr. Ja, ich weiß es nicht. Also ich denke mir immer, dass... Na, es ist halt schwierig abzuschätzen. Beim Bachelor denke ich mir halt immer erstmal ins Uni-Geschehen reinkommen. Und wenn du dann im Master bist, dann bist du eventuell so drin, dass du dir es auch mal leisten kannst, dann einfach mal ein bisschen zu chillen und vielleicht auch mal einen Stream zu machen, den ganzen Tag auszusetzen. Aber bisher habe ich halt noch nicht wirklich diesen Eindruck so hundertprozentig gehabt. Das heißt, ja, eventuell ist es halt genau das Gegenteil. Und das wird nie chilliger, beziehungsweise immer schlimmer. Und ich werde irgendwann gar nicht mehr streamen können. Zumindest der Verlauf auf meinem Kanal innerhalb... Ich sag mal, bis zum zweiten Semester hatte ich das Gefühl, man kann neben der Uni noch viel machen. Ab dem dritten... wurde es dann eklig. Bis zum zweiten hatte ich halt so ein bisschen noch das Schulgefühl. Auch wenn es natürlich, ja, thematisch alles ein bisschen härter war. Aber so insgesamt hatte ich wirklich so ein bisschen das Schulgefühl, muss ich sagen. Ja, das war ziemlich angenehm. Darf ich eigentlich auch hier die Secret Exits benutzen? Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Wäre auch mal interessant zu wissen. Nein, 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 nein. Ich dachte, der Tropfen geht noch ein Stückchen weiter nach unten. Ich dachte nicht, dass er da einfach in der Mitte stehen bleibt. Und ich dachte, der fällt dann genau auf mich mit dem G. Aber das war leider nicht so schade. Naja. Aber ich glaube, das Raketenfass-Level hier ist gar nicht mal so schwer. Also, wenn man intuitiv schon so weit kommt... Ja, auch das ist halt immer schwierig, ne? Weil manchmal kommt man intuitiv einfach wesentlich weiter als... wenn man sich darauf konzentriert. Aber ja, ich glaube, es ist nicht so das schwerste Level. Glaube ich. Ist auch noch eins der ersten Raketenfass-Level, oder? Vorher gab es, also in Welt 1 gibt es, glaube ich, keins. In Welt 2 gab es, glaube ich, auch nur eins, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, es sind schon relativ wenige Raketenlevel, muss man sagen.
Hätte man vielleicht noch was rausholen können. Aber aus den Raketenleveln kann man ja insgesamt nicht so viel machen, finde ich. Weil es ist halt eine beschränkte Steuerung. Man kann nicht wirklich neue Gimmicks reinbringen. Man kann halt die Sachen, die von außen irgendwie reinfahren, diese beweglichen Objekte alle, die kann man natürlich beliebig gestalten vom von der Optik her und eventuell auch von der Größe und Gestalt. Aber also wirklich anders wird es dadurch halt nicht, ja. Auch wenn ich sagen muss, dass die Raketenlevel mir trotzdem in jeder Art und Weise eigentlich immer ganz gut gefallen. Da sollte man jetzt auch nicht zu sehr Hetze gegen machen. Aber wie man da oben nochmal reinkam, das weiß ich nicht mehr, um ehrlich zu sein. Das ist halt auch schon wieder bitter. So, jetzt hier nämlich möglichst weit oben, ja. Es ist so ein ganz kleines Stückchen, ist noch runtergegangen, aber nicht so, dass es mir geholfen hätte. So, hier habe ich mir noch gemerkt, die Lilan gehen weit nach oben und die anderen gehen unten. Genau, jetzt muss ich nämlich nach oben und dann wieder nach unten. Tatsache, ja. So viel konnte ich mir dann tatsächlich noch merken. Eines der wenigen Details, aber irgendwie so ein bisschen was merkt man sich dann. Ja, und dann gehe ich hier unten noch weiter. Oh mein Gott, ich will das jetzt nicht verkacken. Das passiert so häufig bei mir, aber wir haben die Zeit. Wir nehmen uns auch die Zeit, ganz langsam hier durchzuschwimmen. Hier will ich eigentlich gar nicht lang, oder? Oder hätte ich einfach nur oben nach rechts gemusst? Das kann natürlich auch sein. Da bin ich mir gerade unsicher. Ach ja, okay. Vergesst es. Zum Glück muss man die Secret Exits nicht mehr holen. Das wäre ja so eine Sache, die mir richtig auf den Geist gehen würde. Weil die haben ja wirklich nichts mit Schwierigkeit zu tun, so ungefähr. Man muss halt einfach nur wissen, wo sie liegen und teilweise dann noch irgendwie einen speziellen Charakter bei sich haben, um sie zu öffnen. Das wäre halt wirklich ein bisschen langweilig, finde ich. Aber gut, die Welten werden länger, das merkt man, finde ich. Und ja, ist erstaunlich. Naja, ja, was machen wir aktuell auf der Arbeit? Ich habe heute früher frei gehabt, weil wir quasi nicht weiterkommen. Bei uns ist halt immer so, wir müssen teilweise, wenn wir neue Sachen einbauen wollen in unser Experiment, müssen wir öfter mal auf die Werkstatt warten, weil die Fertigung machen wir halt nicht. Und das ist halt gerade jetzt mal wieder der Fall gewesen. Mein Betreuer ist auch direkt, ja, quasi zur Mittagspause gegangen und ich bin dann auch nur noch unweigerlich länger geblieben. Und ja, das war heute mal ein kurzer Tag. Erlebe ich selten, muss ich sagen, aber ist halt auch ab und zu mal der Fall. Hier oben gab es nur ein Bonuslevel, oder? Naja. So. Sieht doch schwer danach aus. Das Level hier könnte wiederum ziemlich eklig werden. Ja, das könnte ziemlich eklig werden. Weil das hier baut man wieder hundertprozentig auf dem, ja, ich mach dir so viel Schaden, bis du stirbst, Level-Prinzip auf. Im Gegensatz zu, wir machen so viele Abgründe, dass du runterfällst, Level-Prinzip. Das gibt's ja auch. wobei ich jetzt gerade runtergefallen bin, obwohl das eigentlich falsches Prinzip ist. Aber gut. Auch das wird's wohl ab und zu mal geben. Nein! Ja, es, wenn man zu schnell machen will, dann passiert sowas halt immer. Aber ich finde es immer so verlockend, mit dieser Fernbedienung hier zu schütteln. Das ist so, ich weiß nicht. Andere Spieler machen das, glaube ich, nicht. Ich glaube, viele andere Spieler spielen einfach ohne diese Rolle. Und das geht ja auch in den meisten Fällen. Es geht sogar in den meisten Fällen besser. Aber in manchen Fällen fühle ich mich halt irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen nackt, wenn ich diese Rolle nicht die ganze Zeit benutze. Weil dann vergisst man sie und dann benutzt man sie nicht mehr. Ist halt auch nicht der Sinn und Zweck. So, irgendwie. Ja, also wie man auch immer darauf kommen soll, dass dieses Leben genau in seiner Flugbahn liegt, das verstehe ich bis jetzt noch nicht so ganz, weil eigentlich ist die Ansicht dafür total Banane. Bananenmünze. Puzzleteil. Das sieht ja schon alles fein aus, das muss man ja einfach mal sagen. Ja. Dementsprechend heute früher frei gehabt, aber ich habe ja letztens mal davon erzählt, dass ich eine, also in Paper Mario, dass ich eine Linse, eine elektrostatische gerade am Bauen bin
Und die ist jetzt eigentlich soweit fertig und da muss ich mich jetzt halt noch drum kümmern, beziehungsweise wir kümmern uns darum, dass die auch irgendwie eingebaut werden kann. Das ist ja auch notwendig, weil man muss sie ja auch irgendwie befestigen können. Das sind alles so Banalitäten, die muss man aber für sein Experiment halt schon... Das ist vielleicht nicht so clever, oh mein Gott, war das knapp. Die muss man halt alle schon irgendwie berücksichtigen. Nein! Ja, das war nicht so clever, weil jetzt habe ich das N verpasst. Ich meine, wir könnten mal gucken, wie es hier hinten noch weitergeht. Da gibt es noch das G, okay. Auch das hätte ich verpasst. Ja gut, dann holen wir uns erstmal so das Ziel. Ist ja relativ irrelevant, ob ich jetzt das erstmal hole oder nicht. Aber es sieht halt ganz schick aus, wenn man es schon mal geschafft hat. Da kommt man sich gleich ein bisschen entspannter vor. Beziehungsweise man hat das Level wieder so ein bisschen im Kopf. Und so schwer war das jetzt ja wirklich nicht, aber die Buchstaben sind halt schon ein bisschen eklig gesetzt, muss man sagen. Also vor allem, wenn man nicht sterben darf. Genau. Ja, wenn man nicht sterben darf, dann ist es halt ein bisschen komplexer.